Es ist der 9.06.2022. Ab und an nehme ich hier dieses einmonatige Gratis-Abo von der Freien Presse in Anspruch. Steht hier unten. Also da kann man sich halt anmelden und dann kann man solche Beiträge hier einen Monat lang kostenlos lesen. Meistens gibt es dann nicht viel mehr Text, als hier zu sehen ist. Das habe ich halt, meistens mache ich das halt, wenn ich irgendeinen interessanten Beitrag lese und halt nicht alles zu sehen ist und ich aber eben alles lesen möchte, dann registriere ich mich da. Das habe ich halt einmal gemacht, vor etwas mehr als einem Monat. Und da habe ich mir dann auch andere Beiträge durchgelesen, die für mich relevant sind, also aus Aue, Schneeberg, Bad Schlema und so weiter. Ja, das war an einem Tag und danach habe ich erstmal nicht wieder reingeguckt. Es wurde dann gesagt, wenn man sich hier registriert für diesen Gratis-Monat, dass das alles dann automatisch beendet wird und keine Kosten auf einen zukommen und so weiter. Also der Monat ist jetzt auf jeden Fall rum, auch schon mehrere Tage rum. Ich bekomme weiter jeden Früh, das ist immer so circa 6 Uhr, 6 Uhr 1, 6 Uhr 2, E-Mails von der Freien Presse. Diese Standard-E-Mail halt, dass das und das neu vorliegt. Kann mich hier aber nicht mehr einloggen. Nicht mehr einwählen. Weil der Monat ist ja rum. Ja, warum schicken die mir dann weiter E-Mails? Was macht denn das für einen Sinn? Es endet doch automatisch. Wenn ich mich hier nicht mehr einwählen kann, also nicht mehr dieses einmonatige Abo, dieses kostenlose nutzen kann. Ist ja logisch, der Monat ist ja rum. Warum schicken die mir dann weiter E-Mails? Was ist denn das für ein Scheiß? Was ist das für ein dreckiges Schundblatt? Überhaupt kann ich in keinster Weise nachvollziehen, dass man diese Freie Presse und eigentlich auch jegliches andere Medium normal abonniert und dann halt in Druckform zu sich geliefert bekommt. Weil man kann doch alles, fast alle Nachrichten im Internet lesen und das kostenlos. Man zahlt halt nur seine Internetflat. Ich verachte Zeitungen. Ich meine, die haben Druckerschwärze. Das kommt, ich habe mal Zeitungen früher manchmal, wie es ja viele so machen, im Bett gelesen, auf dem Laken. Und da war die Druckerschwärze drauf. Ich meine, ich habe mich nicht auf die Zeitung draufgesetzt. Ich habe die Zeitung einfach nur auf dem Laken ausgebreitet. Und da war die Druckerschwärze drauf. Das Laken war auch nicht feucht oder so. Das war ganz normal trocken. Trotzdem kam da die Druckerschwärze drauf. Ja, die geht einfach wieder raus und so. Ist kein Ding. Aber ich verachte Druckerschwärze zutiefst. Das ist sowas von widerlich. Warum soll ich denn dafür noch Geld ausgeben? Ich meine, das hat nur Nachteile, diese Zeitungen in Druckform. Erstens, das, was ich am nächsten Tag lese, wenn die Zeitung auch manchmal oft schon zwischen 4 und 7 Uhr im Briefkasten ist, das kann ich doch alles schon viele Stunden zuvor lesen, also einen Tag zuvor, hier eben im Internet. Im Internet ist es kostenlos. In der Druckform lese ich es erst einen Tag am nächsten Tag, also einen Tag später. Es kostet massig Geld, Freie Presse ist nicht gerade günstig und dazu noch die Druckerschwärze. Also welchen vernünftigen Grund gibt es, Medien in Druckform zu kaufen, zu abonnieren, zu lesen, zu nutzen? Ja, mal hier was nebenbei. Dann gibt es ja irgendeine Firma, soll ja einen Teil dieser ehemaligen Wellnerfabrik gekauft haben. Hier kann man lesen, wie die heißt. Es sollte verboten werden, dass in Deutschland ansässige Betriebe oder Firmen, gleich wo sie registriert sind, Gewerbeamt, Amtsgericht, was auch immer, dass die nicht deutsche Bezeichnungen tragen. Das sollte verboten werden. Was ist das nur für eine kranke Seuche, dass wirklich fast jeder Mensch in Deutschland die englische Sprache verwendet? Warum benutzt ihr kein Schwedisch oder Brasilianisch? Aber wenn, dann verwendet doch gottverdammt immer nur eine Sprache. Also wenn ihr irgendwelche Sätze schreibt oder sagt, dann verwendet immer nur eine Sprache und vermischt nicht mindestens zwei Sprachen miteinander. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das hat nichts mit Anglizismen zu tun, hat nichts damit zu tun, modern sein zu wollen. Nein, ihr wollt immer nur
angesagt rüberkommen. Also in englischer Sprache cool. Weil es fast alle machen. Damit hat es was zu tun. Also seid keine Heuchler und lügt nicht rum. Anglizismus hat das überhaupt nichts zu tun. Anglizismen dürfte es gar nicht geben. Ja, jedenfalls ist das total nervig hier mit der freien Presse. Wie gesagt, ein Drecksblatt. Früher hatten die wohl mal, war das wohl eher so ein SED-Blatt. Deswegen haben die für mich eigentlich gar keine Daseinsberechtigung. Und ich würde niemals für die irgendwie Geld ausgeben. Ach so, ich glaube, jetzt muss ich nochmal überlegen. Hier steht ja, sie müssen sich dazu nur kostenfrei und unverbindlich registrieren. Sobald ich weiß, ist ja dieser... Ich muss überlegen. Also ich hatte, glaube ich, beides schon, dass der Monat kostenfrei war und aber, dass es halt auch 1 Euro kosten kann. Und man dafür einen Monat dann halt alles lesen kann. Insofern darf man sich ja nicht in die Irre führen lassen. Jedenfalls habe ich noch nie für eine freie Presse Geld bezahlt. Ich weiß nicht, ob ich die früher mal ab und an einem... Ich glaube, ich habe früher mal ab und an freie Presse im Zeitungskiosk gekauft. Aber das war vielleicht 5-6 Mal, seit ich im Erzgebirge lebe. Ich finde, es ist ein Schundblatt und ja, hat wie gesagt keine Daseinsberechtigung.